Hallo und herzlich willkommen hier zum zweiten Advent und zum Türchen Nummer 10. Da habe ich was Schönes übrigens noch gefunden im Forum, bevor ich jetzt gleich meine drei Geschenke hier mal eben kurz rausknalle. Und das wollte ich euch nämlich auch nochmal kurz zeigen. Das fand ich auf jeden Fall eine coole Aktion auf jeden Fall und ja, das muss ich auf jeden Fall dann auch mal kurz eben erwähnen. Ich aktualisiere mal kurz, vielleicht ist er noch in der Zukunft, leider nicht. Nämlich hier das Adventskalender. Ich scrolle mal kurz nach vorne. Auch Türchen, 10. Türchen. Denn hier ist halt Nominierung halt. Und da geht es halt darum, bei diesem Adventskalender, hier ist auch zum Beispiel halt, dass zum Beispiel ein Spieler nominiert wird auf dem bestimmten Server halt auch, der dann halt das 10. Türchen bezüglich da halt auch den er auch bekommt. Und je kreativer halt, desto besser und so besser sind halt die Gewinnchancen. Finde ich auf jeden Fall eine coole Sache, auch mal jemand anderen halt zu nominieren, weil es geht ja auch darum, ja, um dass das weihnachtliche Fest und sowas ja auch, dass du zum Beispiel auch andere Menschen einfach auch zum Beispiel eine Freude machst, glaube ich halt. Je nachdem, also jeder feiert ja im Endeffekt ja, glaube ich, Weihnachten so nach seiner Sicht und für sich und sieht das vielleicht auch ein bisschen anders. Einige Leute sehen daraus zum Beispiel halt den christlichen Aspekt, dass Jesus da geboren ist. Feierlich, einfach mal wird halt einfach da gefeiert halt. Natürlich auch sein, dass er irgendwann im Sommer geboren ist. Und andere Leute sagen halt was völlig anderes halt. Und da finde ich das natürlich schön, dass da also auch so ein bisschen halt, sag ich mal, so von meiner Sicht aus her, der Sinn von Weihnachten, von diesem weihnachtlichen Fest halt einfach auch, da einfach auch so ein bisschen wiedergegeben wird. Weil man möchte natürlich auch, sag ich mal, anderen Leuten halt auch eine Freude machen. Würde ich jetzt einfach mal sagen. Und das finde ich hier mit der Nominierung hier recht nice halt. Und ich habe hier halt auch schon, hier wurde auch schon nominiert. Also ich nominiere den Otti 6 wurde hier von Ramon, die Romanien 1 Server für das 10. Türchen, weil er mich gut geführt hat, seit ich dieses Spiel gespielt habe. Auch schon nice. Ich habe die übrigens die Elberdin hier nominiert. Steht das hier auch schon. Ich nominiere die Elberdin von DE1 Servers, Deutschland 1 Server. Für das 10. Türchen, weil sie an vielen Tagen im Jahr hilfsbereit, nett mit Rat und Tat versucht, zur Seite zu stehen. Und natürlich auch, weil sie Einhörner mag. Sie kann gut erklären und ist bei der ein oder anderen abstrakten Diskussion voll dabei. Kann ich nichts anderes zu sagen. Ist ja so. Deswegen nominiere ich für das 10. Türchen auf Deutschland 1 die Aberdeen. Und der GLP8 hat jetzt zum Beispiel auch noch geschrieben, dass halt ich nominiere Kai8 auf DE1 Server, weil er ist ein richtig netter und hilfsbereiter Mensch. Und wenn ich Probleme habe oder ich Hilfe brauche, ist er immer da und hilft mir. Er hat es einfach verdient, weil er ein großzügiger Mensch ist. Deswegen nominiere ich für das 10. Türchen auf Deutschland 1, also auf DE1, den Kai 8. Ja, cool. Das ist schon mal cool, auf jeden Fall. Also ich finde auf jeden Fall, die Idee finde ich halt super, halt dazu wollte ich mal ganz kurz, also nochmal, da kann ich mal kurz auch mal Lob raushauen. Yay, schön. Ich finde die Idee einfach schön, weil ich meine, das hat ja auch ein bisschen was mit dem Sinn quasi von Weihnachten zu tun, einfach andere Leute einfach zu beschenken. Natürlich, klar, es gibt auch, dass man auch was geschenkt bekommt, aber man beschenkt ja auch Leute halt. Und das finde ich halt, für mich ist das so ein bisschen halt der Sinn vom weihnachtlichen Fest halt so. Ja. Also gut, ich bin halt auch, also ich glaube an Jesus halt, also beziehungsweise ich bin ein Christ, also ich habe halt auch den Glauben halt und von daher ist das sowieso. Also ich meine, wir haben ja quasi von Gott ein Geschenk bekommen und kriegen dann halt, können uns dann auch quasi, dann sag ich mal, symbolisch quasi irgendwie gegenseitig beschenken. Das finde ich halt auf jeden Fall halt cool, die Sache in einfach, um es mal ganz kurz hier mal abzurunden. Dass ich jetzt zu viel erzähle. Von daher öffne ich jetzt einfach mal kurz fix meine Türchen hier für euch. Und dann ist das Video auch schon zu Ende. Oh. Der erste ist der Kian. Der Kian ist leider Ruine. Von daher, Kian, wenn du das siehst und irgendwann mal wieder spielst, schreib mich an. Du kannst auf jeden Fall ein Geschenkpaket bestimmt noch von mir kommen. Falls irgendwann wieder spielt. Natürlich, wenn wir noch 3, 4 Jahren dann schreibt und sagt, hey, da war doch noch was hier, Herr Ecto-Wolle. Und ich, dann
dann gerade nichts Besseres zu tun habe und du mir vielleicht nur sagst, in welchem Video es war, können wir auf jeden Fall darüber reden halt. Also, Show Must Go On, der nächste ist... Sophie Ilishi, keine Ahnung. Leute, den Namen da aussprechen können immer. Moin Moin, Türchen 10 hat sich für dich geöffnet. Du erhältst ein Geschenkpaket, LG Cirrus. Ich habe doch noch Fahnen. Ich glaube, ich habe noch Fahnen. Ja, ich habe 20er noch. Yay, und weg damit. Juhu, Fahnen. XIAM22 ist der nächste. Der XIAM22 ist gerade Furchtbringer. Level 66 und steht auf der Karte. Moin Moin, Türchen 10 hat sich für dich geöffnet. Du erhältst ein Geschenkpaket, LG Cirrus. Ja, du siehst mir ein bisschen inaktiv aus. Kann auch sein, dass du einfach nur so auf der Karte steht. Aber wie hast du eine Taube? Ich schick dir einfach mal Leitern. Leitern sind immer gut. Leitern kann jeder gebrauchen, der auf der Karte steht mit einer Taube. Die noch 15,5 Tage geht. Der nächste und der letzte, denke ich mal, für heute ist dann... Ob der Borg meist. Moin Moin, Türchen 10 an sich für dich geöffnet. Du erhältst ein Geschenkpaket, LG Cirrus. Ja, die kann ich bestimmt auch noch fahren andrehen. Ich könnte ja auch die Kriegsmann, aber ich nehme die... Ich spaß mit. Jo, das war's auch schon heute hier von mir. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen, nicht mitnehmen oder wart vielleicht ein kleines bisschen unterhaltsam oder auch nicht. Oder fiebert. Bin ich jetzt dran? Bin ich jetzt dran? Nein, doch nicht! Würde mich aber freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Ich denke mal einfach wieder halt morgen. Und sag ihr einfach mal bis zum nächsten Mal. Ihr dürft natürlich auch gerne das Video bewerten, Kommentar da lassen oder auch einfach einen Kanal abonnieren. Sei euch überlassen und auf jeden Fall, ich wünsche euch noch einen schönen zweiten Advent. Tschüss.